Sache, die den Menschen nicht bewusst war. Zuerst entwickeln sich die Knochen des Embryos, erst danach bildet sich das Muskelgewebe. Interessant daran ist, dass dies bereits vor 1400 Jahren im Koran offenbart wurde. Dann machen wir den Tropfen zu etwas, das sich einnistet, und das sich Einnistende zu einer Leibesfrucht, und formen das Fleisch zu Gebein und bekleiden das Gebein mit Fleisch. Dann bringen wir dies als eine weitere Schöpfung hervor. Gesegnet sei Allah, der Beste aller Schöpfer. Andererseits haben wissenschaftliche Forschungen, die sich mit der Geburt des Menschen befassen, ergeben, dass ein Baby im Mutterleib drei verschiedene Stadien durchläuft. Dies ist in dem Lehrbuch Basic Human Embryology folgendermaßen beschrieben. Das Leben in der Gebärmutter verläuft in drei Phasen. Präembryonal, die ersten 2,5 Wochen, embryonal, bis zum Ende der 8. Woche, und fötal, von der 8. Woche bis zur Geburt. Diese Information, die durch Einsatz modernster Technologie und jahrelange Forschung gewonnen wurde, ist schon im Koran gegeben worden, vor mehr als 1400 Jahren. Die drei Phasen im Mutterleib werden im Koran so beschrieben. Er erschafft euch in den Schößen eurer Mütter, Schöpfung nach Schöpfung, durch drei Finsternisse. So ist Allah euer Herr. Sein ist das Reich. Keinen Gott gibt es außer ihm. Wie könnt ihr euch dann abwenden? Was wir hier sehen, ist ein medizinisches Gerät, der letzte Stand der Medizintechnik. Es ist ein Lebenserhaltungssystem, an das Patienten auf der Intensivstation angeschlossen werden. Doch dieses ganze Zimmer voll medizinischer Hightech muss passen beim Vergleich mit einem wesentlich besseren biotechnologischen System. Dieses überlegene System ist die Plazenta, die den Embryo im Mutterleib umhüllt und all seine Bedürfnisse erfüllt. Die Plazenta ist alles in einem. Nieren-Dialysemaschine, Herz-Lungen-Maschine und künstliche Leber. Sie übernimmt alle diese Funktionen gleichzeitig und ihre wunderbare Konstruktion ermöglicht das Leben von Mutter und Baby. Die Zellen, aus denen die Plazenta besteht, unterscheiden Nahrungspartikel von Millionen anderer Moleküle im Mutterblut und sorgen dafür, dass die Nahrung das Baby erreicht. Eine andere Aufgabe der Plazenta ist es, das Baby zu schützen. Die Abwehrzellen im Körper der Mutter streben zur Gebärmutter, um den wachsenden Embryo anzugreifen. Doch die Zellen auf der äußersten Schicht der Plazenta bilden einen Filter zwischen den Blutgefäßen der Mutter und dem Embryo. Diese Schicht ist durchlässig für Nährstoffmoleküle, aber nicht für Immunabwehrzellen. Würde ein Mensch den heranwachsenden Embryo versorgen müssen und nicht die Plazenta, würde der Embryo nur wenige Minuten überleben. Die Menschen besitzen weder die Kenntnisse noch die Technologie, die sich verändernden Bedürfnisse eines Embryos zu befriedigen. Nur die Plazenta verfügt über ausreichend entwickelte Fähigkeiten, diese Funktion auszuführen.
Die Nabelschnur ist die Verbindung zwischen dem Baby und dem Körper der Mutter. Sie wird nach der Geburt durchtrennt und weggeworfen. Die Nabelschnur ist ein Wunder an Ingenieurkunst. Sie führt 9 Monate lang lebensnotwendige Aufgaben durch. Sie enthält eine Arterie und 2 Venen. Die Arterie bringt dem Embryo Nahrung und Sauerstoff. Deswegen ertrinkt der Embryo nicht, obwohl er von Flüssigkeit umhüllt ist und seine Lunge mit Wasser gefüllt ist. Er lebt, obwohl sein Verdauungssystem noch nicht vorhanden ist und er noch nicht essen kann. Die Venen transportieren Stickstoff und Abfallstoffe aus dem Babykörper. Weder die Mutter noch der Embryo sind sich dieser Systeme und Prozesse bewusst. Jedoch Allah, der beide vollkommen geschaffen hat, hat auch alle notwendigen Maßnahmen für das Leben des Embryos getroffen. Im Verlauf der Monate nimmt das Baby im Mutterleib Gestalt an und wächst. Es schickt sich an, den Schritt in die Außenwelt zu tun. Die Zeit ist nun reif für das letzte Stadium, die Geburt. Doch es wartet eine ernste Gefahr auf das Baby im Mutterleib. Bei der Geburt muss es die Beckenknochen der Mutter passieren. Dabei wird der Kopf des Babys durch diesen engen Bereich gequetscht und einem großen physischen Druck ausgesetzt. Und wieder ist eine besondere Vorsichtsmaßnahme ergriffen worden, um die Gesundheit des Babys zu schützen. Die Schädelknochen eines Neugeborenen sind weich. Außerdem sind die Schädelknochen noch nicht miteinander verzahnt, wie bei Erwachsenen. Aus diesem Grund können die Schädelknochen bei der Geburt gegeneinander verschoben werden, sodass der Schädel während des Pressvorgangs nicht brechen kann. Auf diese Weise wird das Baby gesund geboren. Und sein Schädel und sein Gehirn nehmen keinen Schaden. In den folgenden Monaten festigt sich der Schädel und das Baby kann gesund leben. Die Entwicklungsstadien, die wir in diesem Film gesehen haben, musste jeder Mensch auf der Welt durchlaufen. Jeder wurde zunächst als Spermium in den Mutterleib geschleudert, konnte sich dank der besonderen Bedingungen dort mit der Eizelle vereinigen und begann sein Leben als Einzeller. Bevor er nur die leiseste Idee seiner eigenen Existenz hatte, hatte Allah dem Körper bereits seine Form gegeben und er schuf ein Menschenwesen aus einer einzigen Zelle. Es ist die Pflicht eines jeden Menschen, diese Tatsache zu bedenken. Und es ist deine Pflicht zu bedenken, wie du entstanden bist und Allah dankbar zu sein. Vergiss niemals, dass unser Herr, der unsere Körper einmal schuf, uns nach unserem Tod wieder erschaffen wird. Und er wird uns fragen, was wir mit den Segnungen, die er uns verliehen hat, getan haben. Jene, die ihre eigene Schöpfung vergessen und das Leben nach dem Tod bestreiten, unterliegen einer schlimmen Täuschung. Allah spricht im Koran über diese Menschen. Will der Mensch denn nicht wahrhaben, dass wir ihn aus einem Samentropfen erschufen? Und siehe da, er hält sich für unseren kompetenten Widersacher. Und er stellt mit uns Vergleiche an und vergisst dabei, dass er selbst eine Schöpfung ist. Er spricht: Wer belebt die Gebeine, wenn sie zerfallen sind? Sprich:
Leben wird ihnen der wiedergeben, welcher sie zum ersten Mal erschuf. Denn er kennt jegliche Schöpfung.